Bart. Einmal begonnen, kann ich es nicht mehr aufhalten. Je eher wir anfangen, desto eher kann ich handeln. Ausgezeichnet. Aliens! Entdeckung! Leoparden wechseln ihre Flecken nicht. Noch wechseln Zukunft ihre Bündnisse. Falsche Entscheidung. Leb wohl, mein Schatz. Das war sicher wirkungsvoll. Aber wenn ihr sie nächstes Mal seht, seid besser vorbereitet. Wie meint ihr das? Ich habe sie gerade getötet. Ganz und gar nicht. Das Greifenherz schafft ein Portal. Es schickt die Dämonen zurück in ihr Gefilde nach Sheok. Was? Ihr wollt damit sagen, all diese Dämonen, die Nikolai vernichtet hat, sind einfach nach Hause verbannt worden. Also, ist die Dämonenarmee so groß und mächtig wie eh und je? Ganz genau. Nicht so weit zur Seite, die Maus. Ziel erreicht, Mission erfüllt. Der Kerl ist irgendwie nicht so richtig zu einem Elf geworden. Vielleicht sehen wir das als nächstes. Boah, Mission erfüllt. Ich habe ein schwarzer Drachebild. Cool, 253 Tage für die ganze Kampagne oder whatever. Jo, herzlichen Glückwunsch, eine neue Kampagne ist jetzt verfügbar. Der Nekromant. Die Untoten treten auf. Der Greif ab. Untote, die finde ich am coolsten eigentlich. Dann machen wir doch mal weiter. Die Versuchung. Der Nekromant beschließt, die Situation zu seinem Vorteil auszunutzen, indem er sich Königin Isabel in einem Bündnis anschließt, um so Ziele zu verfolgen, die allen außer ihm selbst verborgen bleiben. Um die Grenzen des Imperiums zu erreichen, muss er Gebiete durchqueren, die von Zauberern beherrscht und bewacht werden. Gruselig. Ich nehme Skelettschützen. Ich stehe auf Skelettschützen. Ja, das sind Fernkämpfer. Verstehst du? Ein Skelett. Habt ihr es schon vernommen, meine Liebe? Wie es scheint, ist euer Sohn Nikolai gerade gestorben. Aber ihr solltet euch freuen. Überlegt doch nur. Er hat noch sein ganzes jenseitiges Leben vor sich. Was für Möglichkeiten. Wie? Nein. Ich habe den Tag nicht vergessen, an dem er und Godrik mich verbannt haben. Mit Cyrus und diesen feigen Magiern. Und seine arme Verlobte. Sie würde doch sicher alles tun, um ihren Liebsten wiederzusehen, nicht wahr? In jeder Gestalt oder Form. Schließlich wird sie nicht einmal von der Hälfte des Hochadels unterstützt. Die anderen wollen Erzbischof Randall und diesen jungen André, Nikolais Vetter, auf den Thron sehen. Tumulte, Turbulenzen, Treulosigkeit. Die Lebenden sind so heißblütig, nicht wahr? Ja, der Kerl ist mir durchaus ihr einen sympathischer. Eine ausgezeichnete Idee. Packen wir also unsere Taschen, ja? Und Taschen sind gepackt. Oh, aber ihr müsst mitkommen. Ich bin sicher, ihr brennt darauf, die Türme von Klauenwacht wiederzusehen, oder? Immer noch so weit leicht sie aus. Die Woche der Schildkröte. Eine Woche, in der jeder alles langsam angeht. So, wir haben keine Burg. Was ist das für ein Magier ohne Burg? Wir haben Liche. Geil. Ich stehe auf Liche. Also, die Untoten habe ich schon mal gespielt. In einem Szenario, Multiplayer. Wir haben Dunkelenergie. Aktueller Wert 252. Grundenergie von Helden plus 2, Gesamteinkommen 252 pro Woche halt. Also das, hat man das Maximum 252, es geht runter und dann wieder hoch am Ende, wenn eine Woche vorbei ist. Und das bestimmt halt, wie viele Einheiten, wir wollen mal, gehen wir auf den Helden. Hier ist eine tolle, einfache Nekromantie. Oder, hier. Besondere Fähigkeit des Nekromanten befähigt einen Nekromanten 20% aller gefallenen lebendigen gegnerischen Kreaturen als eigene Soldaten zu erwecken.
pro Woche kann nur eine begrenzte Anzahl halt diese Begrenzung da. Und man kann auch unterschiedlich starke Einheiten wiederbeleben, halt immer als eigene Einheiten, beziehungsweise als eigene Eintöten-Typen. Also wenn ich jetzt grüne Drachen erledige, kommen die bei mir als, ich glaube, schwarze Drachen habe ich wieder. So weit habe ich es auch noch nicht gespielt, dass ich schwarze Drachen hatte. Die Untoten. Ah, und das hat er auch noch. Alle neutralen, untoten Kreaturen schließen sich dem Helden an. Die Anzahl der sich anschließenden Einheiten beträgt 5% der ursprünglichen Menge plus 2% pro Heldenstufe. Boah, das klingt cool. Ach, 5% der ursprünglichen Menge. Fett. Alle Untoten. Das ist cool. Befähigen Helden zu effektiven Verhandlungen mit Fancy. Oh, und effektives Verhandeln generell auch noch. Fett. Fett. Lass uns mehr Fett einsammeln. Skelett. Ich will das Skelett upgraden. Ich will eine Burg. Ah, die schließt sich mir an. Stimmt ja. 60 Skelette. Fett. War das Skelett schützen, oder? 60. Achso, ich kriege ja nur die Hälfte davon. Unfett. Oh, da ist ein gegnerischer Held. Orange. Zauberer. Lass uns ein paar Zauberer töten. Nee, das wäre jetzt eher Dämon. Lass uns ein paar Zauberer töten. War das jetzt untot oder war das schwul? das Lachen wohl eher. Friedhof. Das ist auch mal eine schöne Sache. Ich will eine verdammte Burg. Komm, Orange, du musst doch irgendwo eine Burg haben. Boah, bitte hab eine Untotenburg. Ich will keine Zaubererburg. Wenn ich Untote spiele, will ich auch Untotenburgen. So. Erfahrung, ich bin eindeutig. Yeah! Geübte Nekromantie! Yeah! Ich stehe voll auf Nekromantie. Kriegst du nach jedem Kampf? Okay, nicht nach jedem Kampf, aber nach. Also. Es gibt Ausnahmen, so mechanische Einheiten, untote Einheiten und so. Aber nach den meisten, vor allem die Untoten, schließt sich mir eben hier an die Neutralen. Fett. Ich kriege nach fast jedem Kampf, außer gegen mechanische Einheiten, Einheiten dazu, wenn ich nach dem Kampf. Was ist das denn? Toll, Wegweiser. Wegweise mir sonst wohin. So, an den Baum bin ich noch nicht gelandet, oder? Lass uns an einen Baum pissen. Violetta, blau, wow, jetzt haben wir mal verdammt viele Gegner. Komm, ihr müsst doch auch Burgen haben. Egal. Sehr gering. Ich will Einheiten beschwören. Selbst wenn ihr Fernkämpfer seid, ich greife euch an. Denn ich bin viel, viel mächtiger als ihr. Oh, ich habe jetzt eine andere Farbe. Das ist gruselig. Darauf muss ich mich erstmal einstimmen. Da brauche ich jetzt ein bisschen Zeit, mich damit zurechtzufinden. Was für Zauber hast du denn? Tote erwecken. Ja, nur. Ah, bei den also ich hatte den Zauber ja schon mit den Verdammten. Bei den Untoten, wenn ich damit untote Einheiten wiederbelebe, bleiben die auch nach dem Kampf am Leben. Das ist ziemlich cool. Warum greifen meine Bogenschützen nicht auch an? Haben die angegriffen? Aber ich habe es nicht gemerkt. Oder sind die einfach so mega langsam? 6 bis 9, 6 bis. Ah, dann lieber 6 bis 9. Komm, alle 9. Auf die 9. Und 9 mit einem Streich. Oh, jetzt kommen Bogenschützen. 2. Oh, 4 bis. Was zur Hölle ist das für ein schwächlicher Angriff? Ich hatte echt mehr von euch erwartet. Jetzt, wie viele Soldaten sind gestorben? Das interessiert mich jetzt fast. Ich glaube, es interessiert mich nicht. Ich hoffe, das waren aufgewertete Einheiten. Dann würde ich nämlich Bogenschützen kriegen und nicht nur normale Skelette. So, es sind 10 gestorben und dafür kriege ich ordentliche Massen erwecken. 14 Skelett. Ah, Skelettschutz kriege ich tatsächlich. Yay, cool. 14 Stück davon. Und, wieder neue Bewegungspunkte. Irgendwie waren das nicht so viele Bewegungspunkte. Das hier sind mechanische Einheiten angreifen, ist langweilig. Da sind Liche. Ach, die schließen sich mir an. Cool. Das will ich haben. Ich will die Liche. Meine Liche, 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 la la la. Die Karte ist ziemlich klein, oder? Egal, ich will die Liche, 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 la 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 la. Die Leichen, die Lichen. Die la 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 la. Die la 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 la. Erst auf den, der zuerst dran ist. Bam. Erst auf den, der zuerst dran ist. Bam. Erst auf den, der zuerst dran ist. Bam. Soll ich nochmal sagen? Ne, ich lasse es. Ich sag stattdessen jetzt einfach mal.
bis ich den einen eindeutigen Schluck getrunken habe, nichts mehr. Okay, ich werde sogar vom Trinken unterbrochen. Der Part endet hier.